Herzlich willkommen zurück. Sorry. Sorry. Zu einer weiteren Folge von der MCHC von der Minecraft Hardcore Challenge. Heute mit Lady Boys. Hallo. Mit Pierre, aka Christopher. Hallo, Leute, was geht ab, Mann, Leute? Dr. Professor Doofstar. Das ist mein Name, ja. Hey. Und oh. Von hinten kommt noch Herr Deftemper. Oh, von hinten? Guten Tag. Ah, hey. So. Das ist meine. Ich ertrink erstmal. Wir haben uns hier einbefunden, um den zentralen Rat der Juden wieder zu öffnen. Also, worum geht's auch? Schneiden wir raus. Nee, lassen wir drin. Ach was, nein, alles gut. Ist ja nichts Schlimmes. Doch, doch. Hallo! Hallo. Ich bin Andreas, ja, und wie gleich immer, geht's ab. Bevor wir jetzt wieder 5 Minuten am Anfang reden. Halt, stopp, jetzt reicht das. Bevor es wieder 30 okay, Minuten werden, fangen jetzt mal an. Wir haben Minecraft Hardcore hier drauf installiert. Ganz professionell ja. Natürlich. Und zusätzlich habe ich noch eine wunderbare App mit einem Glücksrad. Da stehen so ein paar wunderbar ausgedachte Challenges drauf, die zu befolgen gilt. Jede 10 Minuten kommt eine neue. Und zusätzlich haben wir... Oh Gott, was machen die? Zusätzlich haben wir noch die Regeln, dass keine Betten platziert werden dürfen, Tiere nicht gepaart werden dürfen, eine Kiste pro Person erlaubt sind, nur Optifine als Mod, dass immer ein freier Weg zur Oberfläche bleiben soll. Ich habe keine Ahnung, was die Idioten da hinten machen. Eine Spielerbelebung kostet noch 5 Diamanten. Es gibt keine Felder und pro jeweils 2 Spieler gibt es ein Teamleben, sprich wir spielen zu 5, sprich wir haben 2 Teamleben. So. Bin ich jetzt alleine hier im Loch drin? Ja. Ich dachte, du wärst mit mir. Nö. Und wir starten gleich mit Challenge Nummer 1, die No Life Regeneration Challenge. Oh, dies. Okay, Leute, hört auf euch zu schlagen, weil wir regenerieren jetzt kein Leben mehr. Ich weiß nicht, wo ich bin. Du bist unter mir. Du bist unterirdisch. Ah! Hört auf, Mann, wer war da? Hört doch auf, oh Mann! Hört auf, live zu verlieren, Pia. Pia, schlägt jetzt mal alle. Ja, toll, erst mein Herz verloren. Leute, es ist egal. Deftember hat auch ein Herz weniger. Okay, also wir nur eine Challenge jetzt. Ja, nur eine Challenge. Und wir starten dann 3, 2, 1, los geht's. So, Minecraft verloren. Hey, wir dürfen Minecraft spielen. Okay. Na, so, wir dürfen jetzt spielen. Gefühlt 5 Minuten an. Ich dachte, wir spielen FIFA. Nein, tut mir leid. Ich hab mich doch hier fürs neue COD gemeldet. Nee, wir versuchen also. Unser Ziel ist es, den Enderdrachen zu besiegen. So. Genau. Machen wir das heute alles? Ja. Nein. Das schaffen wir sowieso nicht, Alex. Also sollten wir jetzt sofort Diamantrüstung haben und das finden, dann ja. Es gibt eine wunderbare Challenge, die nennt sich die End Challenge. Da müssen wir sofort ins End. So wie wir in einer der ersten Folgen die Ab in die Hölle Challenge hatten. Gibt's auch. Ja, aber ich will immer Tab drücken, um ins Inventar zu kommen. Du kannst die Steuerung auch umstellen. Ja, ich weiß, aber nein. Zu viel Arbeit, zu viele Mausklicks. Es ist froh. Da drücke ich lieber ein paar Mal Tab und merke dann, dass es falsch ist. Ich habe gestern Counter-Strike gezockt und seit langem habe ich keinen Counter-Strike mehr gezockt und habe, weil die Bombe entschärfen wollen, drücke die ganze Zeit F und denke mir, warum funktioniert das nicht? Müsste E drücken. Wow, ja. Alex, echt. Das ist tief, sehr tiefgründig, das gefällt mir, bitte, ich möchte gerne mehr davon. Das touchiert mein Herz immer so sehr, ich weine immer meistens, deshalb habe ich auch keine Facecam und Ja, jetzt musst du aber noch weinen. Ich einfach zu oft. Was? Jetzt musst du aber noch weinen, wenn du sagst, du weinst dann noch häufig. Wir schießen gerade drin in die Augen, ich bin so herzlich berührt gerade. Hackfleisch oder Schinken? Oder Schinken. Salami? Hackschinken. Hack-Salami. Ich habe hier so eine Pizza mit Hackfleisch, Schinken, Salami und Peperoni. Was ich noch sagen wollte, außer dass Alex daneben ist, nämlich dass Flo schon eine Spitzhacke hat. Weißt du, was du noch hast? Hohen Cholesterin. Was? Alter, wie das gerade klungt, ey. Ich war jetzt gerade. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Also, stimmt, ich habe das Texture Pack Paper Cutout. Das wollte ich sagen. Das Paper Cutout, das ist. Paper Cutout, cool. Das ist das, was Herr Zombie bei Aura verwendet hat. Ich glaube, das ist Fleischwerbung. Ja? Yeah. Abo-Werbung. Ja, wir machen hier nicht Schleichwerbung im MCHC. Drei Zuschauern. Mit unseren 3 Zuschauern. Safe alle weg. Mit unseren minus 7 Zuschauern. Minus 7. Das ist das Minus rauskommen.
Naja, weil du drei Zuschauer hast und ich hab minus 10. Mich freut es richtig, dass ich dank Fraps in 60 FPS aufnehmen kann, gell? Muss man kurz die Bilder schneiden. Ich war so voll zwischen. Dank Fraps, ne? Ohne Witz, gell? Ich war vorher so zwischen 20 und 30 FPS, das sah so schlimm aus. Und ohne Texture-Pack, das sah eher so aus wie, keine Ahnung. Als wäre ich im Jahr 2007 festgehängt. Ich bin der Hänger, ey. Ja, du hast so Leute, es wird Nacht. Wir sollten uns irgendwo einmuddeln. Dürfen wir nicht, aber... Naja, wir könnten einfach Flo's Höhle benutzen. Gell, wir könnten auch einfach meine Höhle benutzen. Oder wir könnten einfach die Höhle hier benutzen, die was einfach so offen liegt. Ach, warte, wir haben zwei Teamleben, weil wir sind 5 Spieler. Hab ich schon erwähnt. Ja. Oh, dann hab ich nicht zugehört, mach ich ja meistens eh nicht. Hat wahrscheinlich keiner gefragt, ja, wenn du mal nicht gerade schläfst, dann hörst du nicht zu, das ist richtig. Ich meine, letztens Alex und wir können gleich aufnehmen und dann bin ich aufs Klo, habe ich kurz ins Bett gelegt, weil ich Pizza gegessen habe und dann eingeschlafen. Achtung, Spinne! Oh, Spinne, nein! Machen die viel Schaden? Ja! Ich hab übrigens 2,5 Herzen, weil ich gerade vergessen habe, dass wir die No-Life Regeneration Challenge anhaben. Ja, Alex ist unser Game Master, versaut mal direkt mal wieder das Spiel. Danke, ja, Alex. Ich brauche ja nur die Kamera spielen. Oh Gott, ich muss hier nicht herumlaufen. Danke, Merkel. Wieso kommt ihr nicht her? Ich hab da schon, ist tot. Wer ist tot? Die Spinne. Achso, ich dachte gerade schon so, WTF, wer ist tot? Wer ist schon tot? Flo! Florian! Das war so klar. Boah, Florian! Weil der Florian, der gefällt es. Dieser Kommentar ist einfach der Beste. Ja, man, mir gefällt es so sehr immer wieder. Florian! Ich finde es ja schön, dass es jetzt irgendwie so zum Trend geworden ist. Unter meinen YouTube-Trends. Du kommst irgendwann noch in die Twitter-Trends, sagst du dir. Unter meinen YouTube-Trends. Echte Florian! Ja, doch. Florian! Aber ich muss halt sagen, wenn ich nicht reinkomme, wäre ich halt schon enttäuscht. Wenn ich nicht reinkomme, wäre ich schon enttäuscht. Weil bei mir, das ist halt... eigentlich nicht zu mir? Ich habe hier voll das... Man kennt mich schon einfach. Wo seid ihr denn gerade? Ich bin zum Wasser gegangen. Also, wo ich da. Mann, ach, Alter, fress einfach hier, ey. Gesundheit. Bitte. Ich kann nicht mehr reden. Ich bin an diesem Fluss links reingelaufen. Also, wo wir gestartet sind, da war so ein kleiner See, wo ich gestorben bin. Warum machst du. Ich sehe im Moment einen Florian. Ja, ich mache hier gerade Holzkohle. So. Hallo, könnten Sie das bitte? Ich habe auch schon Holzkohle und Fackeln. Ich habe schon Diamantschwert. Ich habe gerade überlegt, warum ich nicht regeneriere. Was heißt denn, was ist denn Einbuddeln definiert? Einbuddeln bedeutet, dass ein normal großer Zombie nicht mehr durchkommt. Sorry. Also sprich, ein Zombie, ein Skelett, ein Creeper. Das heißt, man kann ein breites Loch machen. Du musst unten graben, jetzt zum Beispiel, ja. Du musst mir mal eine Glasscheibe geben, ich habe nämlich mich eingebaut quasi. Ich habe einen Block gesetzt, dass keiner rein kann. Bitte, ich bitte um. Was machst ich bitte, du? Ich bitte. Es war aus Versehen, es war so. Ich bin es gewohnt vom Hardcore-Modus offline, wenn ich da mein Projekt mache, dass ich mich direkt einbaue einfach, ne? Und irgendwie. Weil das geht so. Oh, lol! Stritterfer. Ja, danke für die Glasscherbe. So, danke. Scherbe. Erster Regelverstoß. Fickt euch alle! Also nicht ihr, mein Gott. Ich meine, ich bin ganz lieb. Kannst du mir nochmal die Regeln wiederholen? Und du darfst nicht reden. Du darfst nicht reden. Dann esse ich meine Pizza. Okay. Ja, Spaß. Die Regeln sind ganz einfach. Du darfst dich nicht einbauen. Also, dass du brauchst Zugang, dass Zombies dich erwischen können. Zählen Türen auch. Türen dürfen auch nicht zugemacht werden. Du darfst sie platzieren, aber nicht zumachen. Genau. Ja, das meine ich. Dann bringen genauso wie Falltüren und alles, was halt den Gegner aufhalten könnte. Ja, und wenn der Gerichtsvollzieher kommt? Hallo, machst du das nicht im Real Life, dass du einfach dann eine Falltür hinsetzt? nicht reinkommt? Mehr so, meistens sind es ein Amboss oder so für die Tür. Toter Amboss. Oder aus Versehen mal den Flügel aus dem Fenster geholt. Tot durch Amboss. Wo seid ihr eigentlich, Florian? Florian, wir sind immer noch. Ich bin in der Hölle vor Florius und Alex. Richtig. Oh, ich bin hier vorne. Ich habe ein Kohle. Hey, achso. Flori. Und Flori finde ich aber auch. Ja, Flori ist auch hübsch. Gut. So, das wurde ich so früher von meinem Vater genommen. Das wäre komisch, wenn ihr mich jetzt nennt, Mann. Florian, ja. Okay, Florian. Ganz kurz für die Zuschauer. Nenn mich doch einfach Flo, Mann, was? Okay, Flo, okay. Dankeschön. Dankeschön. Flo. Damit die Zuschauer nicht verwirrt sind, es gibt hier zwei Alex, nämlich den X-Alex, also mich, und den KS-Alex, nämlich Deftember. KS-Freak? Ja, der KS. Nein. Ja, der ist halt wirklich ein Freak. Ja, du. Ja, ein Freak Flo, hast du noch eine Fackel? Danke.
Ich fackel gleich mal eine, Alter. Fackel nicht lange. Ich fackel nicht lange. Ich höre einen Dungeon. Ich höre eine Helligkeit, fackel ich nicht lange rum. Du bist herzig willkommen. Herzig? Ich bin Herzgrill. Ja. Du bist ein Deftember, Alter. Ey, ich höre den Lava, Alex. Und ich höre Wasser. Das ist komisch. Ja, ich höre Lava. Ja, wir haben nur zwei Teamleben. Ja, ja. Ah, ich hab eine Höhle gefunden. Alex, so bist du dumm, wäre und jetzt in Lava springen würde, also bitte. Hast du vorher... Nein, Alex, nein. Antworten. Hast du in der vorigen Session genauso gemacht, nur weil dein... Hey, Alex, ich glaube, es müsste genau hier sein, ne? Weil ich gesagt habe, du sollst in Lava reinspringen. Ich geh kurz vorbei. Ah, meine Pizza ist runtergefallen. Wie bitte? Es müsste irgendwo hier sein, die Lava. Ja, ich guck am besten unter dir. Grab einfach straight nach unten. Oh mein Gott, Alex. Ob wir uns hier eigentlich behindert sind. Da kam Lava, kam Eisen von hinten geflogen. Leute, ich hab nicht. Nein, kein Essen. Eisen. Wo ist Eisen? Hier, Essen. Oh. Ah! Wie hat Eisen? Wollt ihr mich Wir haben 8 Stück Eisen. Ich hab schwarzes Eisen, heißt Kohle. Ich hab schwarzes Eisen, heißt Kohle. Ich wär schon. Alex, wo ist diese scheiß Lava hier? Ich will die finden. Warte, ich töte mich kurz, dann kann ich den kurz gucken, wo die ist. Ja, ja. Von den Cheaten. Hallo. Lava. Hallo. Ich suche dich. Ah, da ist er ja. Das sind Creeper und Skelette. Da ist er ja. Florian 17. Vorsicht, hier ist Lava. Auf der Suche nach Lava. Ach da. Ja, das sagt er auch, wenn die Lava gefallen ist, gell? Achtung, Lava. Ach, das war ja heiß. Wie, Lava ist heiß? Verstehe ich nicht. Hä? Du hast jetzt deine Lava des Lebens gefunden? Also, ja, Flo, das ist das brennende Lava, Feuer meiner Hoffnung. Flo ist ein richtiger Lava. Ich würde mir ja gerne hier so einen Weg nach unten bauen, aber ich bin so zu blöd dazu. Ich habe jetzt irgendwie Lust, hier einen Wassereimer auszuschütten. In die Lava? Nee. Hier dumm. Auf der Treppe. Hey, Alex. Hi. Wo bist du? Mir geht's super hier unten. Also. Ich habe hier einen Weg über die Lava drüber gebaut. Ich hab mir Hack Fleisch oder Salami? Hacksalami. Eigentlich ist ja Salami Hackfleisch. Ey Leute, es ist so dunkel, ist einfach nichts in diesem Dungeon hier, gell? Ich hab ich hab vorhin, glaube ich, auch die Hälfte heller machen müssen nach Bearbeitung. Aua! Ach, toll, diese. Das ist übrigens mein Wecker, dass die erste Challenge vorbei ist. Was? Schon? Ja, 2 Minuten, 10 Minuten sind schon vorbei. Voll und easy, ey. Das zweite. Das heißt, wir regenerieren wieder. Wart mal auf die schweren Challenges. Oder auf die Sprach-Challenges, wie ich so gerne nenne. Die zweite ist auch noch eine einfache. Wir haben die No-Armor-Challenge. Das bedeutet, wir dürfen keine Rüstung und das, was ich gecraftet habe, auch nicht benutzen. Keine Schilder, keine Rüstung. keine Waffen? Eisen, ja! Ich wollte gerade sagen, ja, zum Glück haben wir noch kein Eisen. Pierre, du ruinierst es. Ich habe doch schon 8 Stück gefunden, du Das ist doch egal. Guck mal, ich kann mir dann wenigstens ein Eisenschwert craften und eine Eisenspitzhacke. Ich riskiere mal und geh mal raus. Ich brauch ein bisschen Holz. Ich kann mir Fackeln machen, jetzt schon direkt, Alter. Ich brauch Fackeln, sonst fackel ich ab, Alter. Würde gerne mal du eine brauchst Holz? Ich hab gerade ein Holz, wenn du was brauchst. Ich fäll grad schon. Toll, jetzt habe ich 4 Schilder im Inventar, aber... Wieso hast du 4? Junge! Ich hab gerade für uns jeweils ein Schild gemacht. Ach so, ich dachte nur für dich. Ja, so, Junge, sorry, natürlich nur für mich. 30 Episoden im Voraus. Rechte Hand Schild, linke Hand Schild. Im Gegensatz zu dir, der was immer noch in seiner Höhle rumchillt. 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, Seelen mit Pier. 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14. Ich hab 14 Eisen gefunden. 14 Eisenkinder. GG. Auf eine Fleck. Was sind denn Eisenkinder? Manu, du bist gemein. Oh. Nein, ich wollte sagen, du bist gemein. Du bist scheiße. Alex, wo läufst du da hinten? Der Alex geht auf den Bazar, Eisen zu verticken. Na klar. Übrigens beide. Hey, du hast meinen Weg zugebaut, Alex. Dankeschön. Hä? Aber warum ist der gesamte Weg zu? Hallo? Ach nee, lol, das ist gar nicht mein Weg. Warum bin ich so dumm? Wow. Scheiße. Warum bin ich so dumm? Ja, das frage mich auch des Öfteren, warum du so dumm bist. So, Leute, seht ihr hier, und wo seid ihr alle verteilt? Ich sehe euch gar nicht. Irgendwo unter der Erde.
Seid ihr noch am recht am Anfang von ihr wisst aber schon was ich und dann ja, ich bin da, wo man spawnt. Ja, komm mal, geh mal zu diesem kleinen See, wo ich da drüben bin. Hi Flo. Ja. Alter Alex, gehen wir geradeaus weiter zum Fluss. Aber so ein bisschen schräg versetzt. Seh dich, geh mal links und dann zum links? Ja, geradeaus und dann zum See. Ja, hier guckst du es nicht? Ach so, da bist du. Ich bin schon wieder rein. Wo seid ihr? Ich will da ja, ungefähr direkt gegenüber sind. Ja, ich komm gleich dazu, weil die Hülle ist leer. Was mache ich denn da schon wieder, Mann? So, erstmal eine schöne Rüstung craften, ne? Alex. Ja, mach mal. Wenn du noch eine Glasscheibe haben willst, apropos für die Neulinge und für die Zuschauer natürlich auch. Glasscheiben sind die Strafen, die darf man nicht entfernen und die gelten halt bis eine bestimmte Challenge kommt als Platzverschwender im Inventar. Ja. Sprich, dadurch hast du weniger Plätze frei, die was du kann man Glasscheiben. Ah, Zombie! Indem du dich zum Beispiel einbaust wie vorhin. Pia. Kaputt, Alter. Oder indem du einschläfst, ja, wie das war einfach letztes Mal Pia. Ja, da hab ich schon einen ganzen Stack Glasscheiben bekommen. Ja, die hätte ich dir am liebsten auf deinen Kopf zerschmettert. Ey, ich bin aus Versehen eingeschlafen, wollte gar nicht schlafen. Wir warten gell? So auf Monta- auf Pferd, damit wir den Montado mal spielen können. Auf Montado. Und kommt er nicht. Stunden vergehen, kommt er immer noch nicht. Nächsten Tag um 7 in der Früh schreibt mir, oh, ich bin eingeschlafen. Ich wollte aufs Klo gehen und bin währenddessen eingeschlafen. Ja, ich war halt saufrüh schon wach deshalb, gell? Ich dachte, jetzt kommt, ich war saufen. Wir haben noch 6 Minuten. Sogar... Alter, wie schnell geht das denn heute? Es sind 10 Minuten. 10 Minuten sind nicht lang. Ja, okay, wir haben auch keine richtigen Challenges. Und jetzt direkt so ab ins End. Nein! Alex, ich höre hier Wasser. Du wirst lachen, man. Die allererste Challenge, was ich gedreht habe, war die Ab in die End Challenge. Aber die können wir noch nicht machen, weil... Noch lange nicht. Für die mindestens eine Challenge vorher. Hat jemand von euch einen Eimer? Nö. Nee. Ich darf mir ein Schild craften, aber es nicht benutzen, gell? Ja. Ich darf eins craften. Ich habe aber schon 5. Ah, ich habe schon gecraftet. Oder habe ich 4? Warte mal kurz. Ich glaube, ich habe 4, weil ich hatte nur 4 Eisen damals. Doch, ich hatte nur 4. Jawohl, perfekt. Dafür braucht man ein Eisenschwert? Ich habe ein Eisenschwert, so viel? Ja. Achso, ja, ich brauche Eisenschwert werden wir wahrscheinlich alle brauchen. Ne? Da. Hinter dir. Hi. Alex, ich habe eine Höhle gefunden. Ah, danke schön. Ich komme. Hallo, wieso findet ihr nur ohne uns Höhlen? Wollt ihr uns verarschen oder was? Hä? Ja, ich zieh dich ab mit Sachen, die dir gehört haben. Boah, doch fucking besser. Hier sind die. Ah, okay, da geht's mal rein jetzt, Alter. Bau doch fucking besser, Alex. Das ist meine Höhle. Okay, aber ist doch verstanden. Okay, dann bau doch fucking besser. Besser? Nee, warum soll ich in meiner Höhle besser bauen, wenn ich mich hier zurechtfinde? Halt, stopp. Du sollst da doch einfach nur die Decke abbauen, damit man da schön... Halt, stopp! Kann. Nee... Dann also, wenn wir nur mal Tipp, wenn wir Dias finden, sollten wir uns die irgendwie einteilen. Meins. 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 Die haben so eine Dia-Rüstung gemacht, gell? Ja, das ist nämlich auch eine gute Geschichte. Diamanten sind halt, liefern uns auch neue Teamleben. Falls wir welche 5 brauchen. 5 Diamanten, ein Teamleben. Zwei Leben haben wir von Anfang an. Du hast mich gerade so erschreckt, gell? Ey, guck mal, ich krabbel mich so ein, gell, es ist so voll dunkel, gell, ich hau so einen Block weg, gell, auf mich so voll hell, gell, da kommt Lava, als ob so eine Fackel gesetzt wurde. Ey, mein Herz, gell, ich war grad so irritiert. So, Florian. Ich glaub, der geht mal zum Amtlich umbenennen, ey. Ich würde gern Kevin heißen. Oder was heißt bald? Ich hab Montag Termine, oder? Der beendet bald eher die Freundschaft, wie viel davor. Wir ändern es nochmal. Freundschaft. Welche Freundschaft? Boah. Ich möchte Schmerzensgeld. Das beträgt 24,99. Ja, für einen Sub für Pia. Das ist auch, auf das, Twitch. Das ist auch ganz sicher nicht der Dark Souls 3 Season Pass Preis. Nein. Sei ruhig, du hast doch eh bald das Geld drinnen. Ja, wegen den Keys wahrscheinlich. Aber die Keys gehen runter, Alex. Da ist ein Creeper, ein Enderman, und ein Skelett und eine Spinne. Na Gott sei Dank. Und da war mal ein Skelett. Nein, da ist noch eins. Ein Creeper so. Jetzt hab ich mal alle Insekten durch. Ja, Alex, du mach das mal, ne? Ja. Easy, peasy, Lemon Squeezy. Ich mach hier mal weiter mein Eisen.
Wie kann ich mal meine Koordinaten sehen? F3. F3. Flo, kannst du mir bitte helfen? Ich hab nee, schon ich brauche doch einen Flo! 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 Tschüss, Alex. Hilfe, du Arsch! Ich hab doch selber nur der Schaufel. Soll ich dir jetzt mit der Schaufel kommt. Irgendwie... Soll ich dir jetzt mit der Schaufel begraben gehen, oder was? Nein, mach nicht zu. Hör auf damit. Hallo. Ich übertreib voll. Hallo. Was macht ihr denn da? Nichts. Er macht meinen halben Weg wieder zu. Schau nicht auf Tab. Hallo. Weißt du, da hab ich mit meinem Schweiß gegraben. Mit meinem Schweiß. Mein Vater hat im Krieg dafür gekämpft, ja? Und du machst das heißt, kaputt. Du heißt, du hast so stark geschwitzt, dass du ein Loch damit graben konntest, oder? Ja. Das ist so wie diese Gezeitenwelle da, die ja, so ja, genau. Millionen von Jahren war, ne? 2,5 Minuten. Ja, genau. Oh. 2,5, nein. Nein, du wolltest behalte ich das alles mein. Kannst du dich einer um Essen kümmern? Oder hat sich schon mal jemand um Essen gekümmert? Ich habe 12 Schweinefleisch. Ja. Gebraten. Wo bist du genau? Ich bin Veganer. Wo ich bin? Ja. Stimmt, geh mal die Höhle rein, wo du reingehst, gell, quasi. Und dann den ersten Gang immer rechts rein. Was für eine Höhle? Ja, bei euch. Die Flohhöhle. Wenn du vom Spawnpunkt in die Flohhöhle ja, reingehst, die Flohhöhle. Dann gehst du den ersten Gang rechts, da ist runtergegraben. Die Flöhle. Die Töhle. Da, wo ich dich erschreckt habe? Ja, da wo du dich erschreckt hast. Ich hab so Angst bekommen, gell. Weißt du, du gräbst der dunklen Stelle plötzlich voll hell einfach. Ja. Da. Shit. Komm her, du dumme Sau. Ich dachte, du bräuchst ein bisschen Licht. Ich heiße immer noch Pierre. Ja, Licht ist immer schon, Licht ist ganz gut, aber nicht so random, ey. Nö, du heißt jetzt dumme Sau. Herzlichen Glückwunsch zum Umbenennen des Wortes, des Namens. Pierre, direkt, komm doch her, Leute. Warte mal. Ich hab ein Schwert in der Hand. Wird auch was. Ein Ofen ist frei. Einen kannst du nehmen. Den unteren. Den hier. Okay, genau. Gut. Den. Florian! Ja, bitte. Ich bin jetzt auf Höhe 26. Wir brauchen mehr Öfen. Ich mach mir jetzt mal eine Lederrüstung. Perfekt. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass ich wieder hinterher hab, irgendwie bei jedem Minecraft-Spiel. Ach, war du. So wie immer, also auf Deutsch. Nicht nur bei Minecraft. Ey, ich spiel schon so lange Minecraft, gell, und kann noch gar kein Meter verzaubern. Ja. Ne, das liegt nicht deswegen, ich meine an sich, was den Fortschritt im aktuellen Spielstand angeht. Alex? Das hat niemand gesehen. Was? Gut, dass mir Alex vorhin nicht zugehört hat, dass Felder verboten sind. Ach so. Was ist verboten? Okay. Felder. Anbaufelder. Ob du es nochmal wiederholen kannst. Aber... Ja, Pierre hat damit angefangen, hat auch nicht fertig gemacht, diese Spacken. Wie bitte? Mit den Regeln. Pierre kriegt dafür die Scherbe. What the fuck? Warte. Ich brauchte auch ein, zwei Sticks. Sind Felder unterirdisch verboten oder allgemein? Okay, allgemein. Jetzt, wo war nochmal Dings, Dias zwischen 7 und 10, gell? 7 zu 11. 15, nein, eigentlich. 11 noch. Enter 10 bis 15 hast du ein bisschen die Chance. Also ich hab schon Redstone gefunden. So, aber die erste Folge ist wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ach, sehr und wir sehen uns gleich in der nächsten Folge. Ciao. Tschüss.